Der Tyrann Neptun ist seit dem 1. März 2017 in Yu-Gi-Oh! Verboten. Wir können den Bruder beschwören, indem wir ein Monster als Tribut anbieten. Außerdem kopiert er dann die ATK und Dev und auch den Effekt des als Tribut angebotenen Monsters. In den meisten Fällen ist das kein problematischer Effekt, aber wir könnten beispielsweise die unabhängige Nachtigall als Tribut anbieten und dann ihre Effekte kopieren, wodurch der Bruder einfach mal 5000 ATK hätte, von allen Effekten unberührt wäre und einmal pro Spielzug 5000 Schaden machen könnte. Man könnte natürlich sagen, okay, dann verbieten wir doch die Nachtigall und dann ist der doch wieder fair. Allerdings gibt es in Yu-Gi-Oh! So viele Effekte, dass es nicht lange dauern würde, bis man halt den nächsten finden würde, der dumm wäre, wenn der Tyrann Neptun ihn kopiert, und der würde auch niemals gespielt werden für irgendetwas Faires, sondern einfach nur, um dumme Effekte auf eine Karte zu bekommen, die sie eigentlich nicht haben sollte, weil es dann einfach unfair wird. Effekte zu kopieren ist sowieso so eine Sache, die in Yu-Gi-Oh! So gut wie nie gut ausgeht, und deshalb sollte die Karte verboten bleiben.